Wir rosten ein, lieber Watson. Ich fürchte, auch dieser Tag wird nur dem Vergnügen vorbehalten bleiben. Was steht in der Zeitung? Nichts Besonderes. Ein Bericht über die Aufstände in Afrika. Und was meint man dazu? Dass die Kolonisten umso mehr gewinnen, je mehr sie verlieren. Verstehst du das? Nein. Aber es scheint sehr einleuchtend. Und weiter? Nichts. Kein Verbrechen von wirklichem Format. Taschendiebstähle im Nebel. Das ist alles. Eine langweilige Gesellschaft, diese Londoner Verbrecher. Ja, es ist zu schade um diesen prächtigen Nebel. Er wird mir noch ein paar Asthmatiker einbringen. Sieh mal diese Gestalten. Wie sie plötzlich aus dem Nebel auftauchen und gleich wieder verschwinden. Ein Glück für die Menschheit, dass ich kein Verbrecher bin. Das kann man wohl sagen. Wie unter einer Tarnkappe könnten Diebe und Mörder an einem solchen Tag zuschlagen. Herein. Ein Telegramm, Sir. Unglaublich. Geben Sie dem Boten ein ordentliches Trinkgeld. Er muss einer der fähigsten Männer der Post sein. Ich erlaube mir, dies zu bezweifeln. Außerdem müssen wir sparen. Mrs. Hudson, der Mann hat nicht länger als 3 Stunden bis hierher gebraucht. Eine Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass sich das Postamt gleich um die Ecke befindet. Ich fürchte, Sie werden langsam alt, Sir. Warum, liebe Mrs. Hudson? Diesen Witz machen Sie in diesem Jahr nun schon zum 3. Mal. Die Post auch. Es ist nicht zu fassen, Watson. Mein Bruder Mycroft will uns besuchen. Warum erstaunt dich das so sehr? Weil es genauso ist, als käme dir auf einem englischen Feldweg ein indischer Elefant entgegen. Ein solches Erlebnis war mir nie beschieden. Mycroft hat seine kleine Wohnung in der Pall Mall. Der Diogenes Club und Whitehall, das sind die Grenzen seines Bezirks. Er ist nur ein einziges Mal in seinem Leben hier gewesen. Höre und staune. Wie du siehst, tue ich beides bereits. Und was ist der Grund seines Kommens? Musste ich wegen Cadogan West sprechen. Komme heute Morgen noch zu dir, Mycroft. Wer oder was ist Cadogan West? Cadogan West. Diesen Namen habe ich doch erst kürzlich gehört. Verlass dich bitte ganz wie immer auf mein hervorragendes Namens- und Adressengehirn. Es wird mir alles einfallen, was du brauchst. Der Name sagt mir überhaupt nichts. Was ist dein Bruder eigentlich? Hast du nicht einmal gesagt, er hätte irgendein kleines Amt bei der Regierung? Gelegentlich ist er die Regierung. Ein bedauernswerter Mensch. Seine Stellung ist einzigartig. Er hat einen unvergleichlich systematischen Verstand. Seine Kollegen sind Spezialisten. Mycrofts Spezialität ist Allwissenheit. Dein einziger Konkurrent also? Jetzt verstehe ich auch, warum er dich nie besucht. Im Gegenteil, Watson. Er war mir stets voraus. Angenommen, ein Minister benötigt eine Information. Über die Flotte, Indien, Kanada oder was es auch sei. Mycroft beherrscht alle diese Gebiete. Trotzdem braucht er jetzt deinen Rat. Das scheint so. Cadogan West. Hast du etwas darüber entdeckt? Ja. Zum Ersten, es ist der Name eines Mannes. Zum Zweiten, er ist am Dienstagmorgen tot. Zum Dritten, neben den Geleisen der Untergrundbahn aufgefunden worden. Ach ja, ich erinnere mich. Der Arme ist aus dem Zug gefallen, nicht wahr? Ein gewöhnlicher Unfall. Bei der Untersuchung kamen immerhin einige seltsame Einzelheiten zutage. Näher betrachtet muss es doch ein etwas merkwürdiger Fall gewesen sein. Wenn sich mein Bruder einmischt, bestimmt. Gib doch einmal her. Cadogan West war 27 Jahre alt, ledig und Angestellter im Waffenamt Woolwich. Also auch im Staatsdienst. Da hätten wir bereits die Verbindung zu Bruder Mycroft. Er verließ Woolwich
Am Montagabend, ganz unvermittelt. Zuletzt wurde er von seiner Verlobten Miss Violet Westbury gesehen, die er plötzlich... Du gestattest. Bitte. Die er plötzlich im Nebel stehen ließ. Dies geschah um 7.30 Uhr abends. Hatten die beiden Streit? Sicher. Aber darüber steht natürlich hier nichts. Sie konnte sich seine Handlungsweise nicht erklären. Weiter ist nur bekannt, dass Cadogan West am nächsten Morgen auf den Schienen der Untergrundbahn in dem der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Teil des Aldgate-Bahnhof tot aufgefunden wurde. Auf welcher Linie? Auf der West-Ostlinie. Dann könnte er auf der Rückfahrt nach Woolwich gewesen sein. Möglich. Mit dem letzten Zug Montagnacht. Wo ist er eingestiegen? Ja, dieses wesentliche Moment wird hier natürlich wieder nicht erwähnt. Das zu ergründen, wird unsere Aufgabe sein. Ich meine natürlich deine. Falls wir überhaupt bereit sind, diesen kleinen Fall zu übernehmen. Ich meine natürlich dich. Zur Sache, Ross. Wie? Er hatte keine Fahrkarte. Das ist allerdings sehr merkwürdig. Es ist doch fast unmöglich, den Bahnsteig einer Untergrundbahn zu betreten, ohne vorher die Fahrkarte vorzuzeigen. Vielleicht hat die Leiche die Fahrkarte im Abteil weggeworfen oder verloren? Sehr unwahrscheinlich. Aber man könnte sie Cadogan West weggenommen haben, damit niemand nachforschen kann, wo er eingestiegen ist. Andere Beweise einer Beraubung sind doch nicht entdeckt worden. Nein, offenbar nicht. Sein Geldbeutel enthielt 2 Pfund und 15 Schilling. Er hatte ein Scheckbuch der Capital and County Bank, Woolwich, bei sich. 2 Parkettkarten des Theaters in Woolwich für denselben Abend. Sowie eine kleine Rolle mit technischen Zeichnungen. Technische Zeichnungen? Hm? Geht der ein Licht auf, Watson? Nicht, dass ich wüsste. Überleg doch mal. Britische Regierung, Waffenamt Woolwich, technische Zeichnungen. Und obendrein mein Bruder Mycroft. Mr. Holmes. Eine höchst ärgerliche Angelegenheit, Sherlock. Meine Gewohnheiten zu ändern entspricht mir nicht, wie du weißt. Erlauben Sie? Mycroft, das ist mein Freund Dr. Watson, wie du wissen wirst. Er ist auch Arzt. Inspector Lestrade von Scotland Yard. Das nenne ich einen Staatsbesuch. Seit unserer Kindheit immerhin das zweite Mal, dass wir uns hier sehen, mein lieber Mycroft. Sehr beachtlich. Ich bin nicht hergekommen, um zu scherzen, Sherlock. Eine ernste Krise, Mr. Holmes. Ich habe den Ministerpräsidenten noch nie so aufgebracht gesehen. Und das Marineministerium summt wie ein umgestürzter Bienenstock. Haben Sie sich über den Fall Cadogan West schon informiert? Ja. Was waren das für technische Zeichnungen? Geheim, streng geheim. Die Sache ist ein nationales Unglück, sage ich Ihnen. Das waren die Pläne für das Bruce Partington-Unterseeboot. Und? Davon hast du doch gewiss schon gehört. Nur den Namen. Das will ich hoffen. Es war unser größtes Staatsgeheimnis. Im Wirkungskreis einer Bruce Partington ist jede gegnerische Aktion auf hoher See unmöglich. Kein Wunder, dass es im Marineministerium summt. Wie bitte? Wer sind Sie? Ich bin Dr. Watson. Mr. Holmes war so freundlich, mich Ihnen vorzustellen, Mr. Holmes. Was wissen Sie über das Marineministerium? Nichts, außer dass es summt. Ja, Sie sagten es eben, Sir. Die Pläne umfassen 36 verschiedene Patente, die in einem Tresor im Waffenamt Woolwich aufbewahrt werden. Unter keinen Umständen dürfen Sie das Waffenamt verlassen. Selbst der Chefingenieur der Flotte muss sich nach Woolwich bequemen, wenn er sie einsehen will. Und jetzt finden wir die Pläne in der Tasche eines toten Schreiberlings. Scotland Yard ist ratlos. Ein Zustand, an den sich viele Ihrer Kollegen schon längst gewöhnt haben, Inspektor. Vom offiziellen Standpunkt aus ist die Sache einfach ein Skandal. Aber ihr habt doch die Papiere wieder. Na, nicht alle, Sherlock, das ist es ja. 10 Dokumente sind aus Woolwich entwendet worden. Und nur 7 hatte Cadogan West bei sich. Die 3 wichtigsten sind verschwunden. Also du musst den Fall sofort übernehmen, Sherlock. Es handelt sich um ein internationales Problem. Und wie stellt sich Scotland Yard zu meiner möglichen Mitwirkung? Ich habe mich für Sie verwendet. Natürlich dürfen Sie nur unter meiner fachmännischen Anleitung arbeiten. Natürlich. Dann werden wir eben alle anderen Fälle zurückstellen. Ja, aber... Lieber Watson. Ja, ja. Und uns nur dieser Sache widmen. Aha. Natürlich unter Ihrer fachmännischen Anleitung, Inspektor. Ich danke dir, Sherlock.
Ich habe es nicht anders erwartet. Keine Ursache, Maikoff. Ich weiß, die Beschäftigung mit dem Detail ist nichts für dich. Du nimmst dich lieber einer Sache, wenn sie komplett ist. Na, sei mir nicht böse, Sherlock. Wenn du mir die Fakten lieferst, löse ich das Problem vom Lehnstuhl aus. Die Ermittlungen sind nichts für mich. Habe ich dir zu viel gesagt? Er hält mich für einen geistigen Tagelöhner. Ja, falls dir daran liegen sollte, deinen Namen im nächsten Adelsverzeichnis zu lesen? Nein, vielen Dank. Teile mir lieber noch ein paar Tatsachen mit. Wer ist offiziell für die Sicherheit der Dokumente verantwortlich? Sir James Walter. Was ist Sir James für ein Mann? Ein untadeliger Offizier, Mr. Holmes. Er ist in der Flotte grau geworden, entstammt einer ausgezeichneten Familie und sein Patriotismus ist über jeden Verdacht erhaben. Ich selbst verehre ihn zutiefst. Hat er einen Schlüssel für den Tresor? Ja, einen der beiden existierenden Schlüssel. Fest steht, dass die Dokumente während der Arbeitsstunden am Montag noch im Büro waren. Um 3 Uhr nachmittags fuhr Sir James nach London, er hatte seinen Schlüssel bei sich. Den ganzen Abend befand er sich im Hause von Admiral Sinclair im Berkeley Square. Ist das überprüft worden? Selbstverständlich. Seine Abfahrt und die Ankunft sind bestätigt. Wer hatte den anderen Schlüssel? Mr. Sidney Johnson, der Bürovorsteher und Chefzeichner. Er ist 55 Jahre alt, hat 5 Kinder und gilt als sehr zuverlässig. Seine Frau hat ausgesagt, dass er den ganzen Montagabend zu Hause verbracht hat und er selbst erklärt, den Schlüssel wie gewöhnlich an der Uhrkette getragen zu haben. Ist das von Zeugen bestätigt? Nein. Erzähl uns doch etwas über Cadogan West. Seit 10 Jahren im Staatsdienst, untadelig, wenn auch ein Hitzkopf. Als Schreiber und Vertrauensperson hatte er täglich mit den Plänen zu tun. Wer hat die Pläne am Montagabend in den Tresor gelegt? Mr. Johnson. Und bei dem toten Cadogan West wurden sie gefunden. Obwohl er keinen Schlüssel besaß. Merkwürdig. Wenn ich recht verstand, es wurden 10 Dokumente gestohlen. Der Tote trug aber nur noch 7 bei sich. Meine Theorie ist folgende. Er stahl die Papiere, um sie zu verkaufen. Dann traf er einen Agenten, konnte sich aber mit ihm über den Preis nicht einigen. Der Agent begleitete West auf dem Rückweg und ermordete ihn in der Untergrundbahn, nahm die wichtigsten Dokumente an sich und warf die Leiche aus dem Abteil. Vorher hatte seinem Opfer noch die Fahrkarte abgenommen, damit wir nicht erfahren sollten, welcher Bahnhof der Wohnung des Agenten am nächsten liegt. Das deckt sich mit allen Tatsachen. Ausgezeichnet, Inspektor. Der Fall ist gelöst. Was? Fabelhaft. Darf ich Ihnen meine Hochachtung aussprechen, Inspektor? Mr. Holmes hat sich wegen der Fahrkarte bereits ähnlich geäußert. Also wieso mischen Sie sich eigentlich dauernd in unser Gespräch? Ich denke, Sie sind Arzt. Entschuldigen Sie, Sir. Auch als Arzt bin ich an dem glücklichen Ausgang unserer Kriege interessiert. Der Verräter ist also tot. Die Pläne sind schon längst auf dem Kontinent. Was sollen wir da noch tun? Schrecken, Sherlock. Geh jedem Anhaltspunkt nach. Untersuche alle Schauplätze des Verbrechens. Lass nichts unversucht. Darf ich Ihnen ein Beruhigungsmittel verschreiben, Sir? Ja. Die Theorie von Inspektor Lestrade überzeugt dich also nicht? Nein. Alle meine Instinkte sträuben sich dagegen. Wären Sie dann vielleicht so freundlich, und uns noch 1 oder 2 Stunden zur Verfügung zu stehen? Natürlich, ich bin ja im Dienst. Bitte schön. Das Rezept. Ach, lassen Sie mich in Frieden. Wir werden eine Vergnügungsfahrt mit der Untergrundbahn unternehmen. Die Unkosten trägt der Staat. Großartig. Kommen Sie, meine Herren, dann fahren wir erster Klasse. Hier lag die Leiche, Sir. Sie muss aus dem Zug gefallen sein, der Montagnacht um 11.40 Uhr hier durchgefahren ist. Sind die Abteile des Zuges auf Spuren eines Kampfes untersucht worden? Wir haben nichts derartiges entdeckt. Auch die Fahrkarte des Toten ist nirgendwo aufgefunden worden. Das dachte ich mir schon. Ein Fahrgast, der Montagnacht gegen 11.40 Uhr durch Elbdepot, will kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof einen Aufprall bemerkt haben.
Das könnte der Tote gewesen sein. Hatte der Fahrgast zu dieser Zeit aus dem Fenster hinaus gesehen? Wohl kaum. Der Nebel war so dicht, dass man nicht sehen konnte. Fällt dir an diesem Schienenweg etwas auf? Immer noch beleidigt, lieber Watts. Das Rezept hätte er wenigstens nehmen können. Es zieht. Ja, warte. Natürlich. Siehst du diese Weichen? Weichen, na und? Dass ich nicht früher darauf kam. Haben Sie viele Weichen auf der Strecke hier? Ganz wenige, Sir. Und wie steht es mit den Kurven? Nur diese eine hier vor der Einfahrt. Weichen und eine Kurve. Das könnte es sein. Du hast deine Spur entdeckt, Holmes. Soll ich meinen Armeerevolver holen? So weit ist es noch nicht. Nur ein kleiner Hinweis, nichts weiter. Eigenartig. Höchst eigenartig. Kein Blut mehr zu sehen. Der Mann blutete so gut wie gar nicht. Ein medizinisches Wunder, er hatte doch erhebliche Verletzungen. Ja. Normalerweise hätte man Blutspuren erwartet. Kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen, Mr. Holmes? Nein, vielen Dank. Ich glaube, wir brauchen Sie nicht weiter zu bemühen, Inspektor. Vielen Dank, ich habe ohnehin alle Hände voll zu tun. Hier finden Sie doch nichts mehr. Inspektor, bitte veranlassen Sie doch, dass die Verlobte des Ermordeten mich gegen 3 Uhr besucht. Herr Stationsvorsteher, eine Bitte noch. Würde es Ihnen viel Mühe machen, mir einen genauen Grundriss des Bahnhofs mit Schienenweg zukommen zu lassen? Ich werde sofort das Nötige veranlassen, Sir. Vielen Dank. Meine Adresse ist... Aber Mr. Holmes, ich weiß doch, wo Sie wohnen. Auf Wiedersehen, Sir. Sehr interessant, dich ab und zu bei einer kleinen Eitelkeit zu erwischen. Wieso? Ein Stationsvorsteher hätte wirklich nicht wissen können. Selbst Stationsvorsteher leben heute nicht mehr auf dem Mond. Was hältst du von der Idee, dass der Mann ganz woanders rumkam? Weil er nicht mehr blutete? Ja. Aber wer wagt es, eine Leiche mit ins Abteil zu nehmen, sie denn hier während der Fahrt hinauszuwerfen? Er muss doch befürchten, dass er dabei entdeckt wird. Das ist es, Watson. Wer wagt es, eine Leiche mit ins Abteil zu nehmen? Suchen wir Sir James Water. Warum ausgerechnet den? Schließlich ist er für die Dokumente verantwortlich. Du willst doch nicht Sir James verdächtigen. Abwarten, mein lieber Watson. Bitte, gib an meinen Bruder ein Telegramm auf. Er möchte uns eine erschöpfende Liste aller derzeit in London befindlichen internationalen Agenten liefern. Sehr schön, die wollte ich schon lange mal kennenlernen. Wir treffen uns dann vor dem Haus von Sir James. Kann ich bitte Sir James Water sprechen? Sir James ist heute Vormittag verstorben. Oh, das wusste ich nicht. Vielleicht möchten Sie seinen Bruder sprechen, Oberst Valentine Walter. Wenn es möglich ist, gern. Wen darf ich melden? Mein Name ist Sherlock Holmes und dies ist... Dr. Watson. Mr. Sherlock Holmes, Dr. Watson. Ich lasse bitten. Oberst Valentine lässt bitten. Entschuldigen Sie, Sir, ja, aber wir wussten nicht... Der Tod meines Bruders kam sehr unerwartet, meine Herren. Womit kann ich Ihnen dienen? Ich muss Ihnen wohl zunächst erklären, dass ich von der Regierung beauftragt bin, die Angelegenheit mit den gestohlenen Bruce Partington-Plänen aufzuklären. So. Bitte nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Die Sache war furchtbar für meinen Bruder. Sir James wird sich sehr erregt haben. War er herzkrank? Es war ein Herzschlag. Ich bin nämlich Arzt. Wir fanden ihn im Zimmer auf dem Boden. Tja, ja, da kann man nichts machen. Tja. Mein Bruder hatte sein ganzes Leben dem Staatsdienst gewidmet. Plötzlich stand er vor diesem Landesverrat. Im eigenen Ressort. Ich hatte sehr auf seine Hilfe gerechnet. Ich fürchte, er hätte ihn nicht helfen können. Warum nicht? Die Angelegenheit war für ihn ebenso unerklärlich wie für uns alle.
Hielt er Cadogan West für schuldig? Cadogan West? Das weiß ich nicht. Wie denken Sie eigentlich über die Sache? Ich weiß nur, was ich in den Zeitungen gelesen habe. Das ist herzlich wenig. Tja, meine Herren, ich bedauere Ihnen nicht behilflich sein zu können. Würden Sie mich bitte jetzt entschuldigen? Und Sie werden verstehen, dass ich noch eine Menge Formalitäten zu erledigen habe. Das kann ich mir denken. Vielen Dank, Sir. Ja, wenn ich mir einen Rat erlauben darf, Sir. Seien Sie vorsichtig mit dem Herzen, so etwas liegt meist in der Familie. Vielen Dank. Ich habe einen ausgezeichneten Hausarzt. Ach, sehr schön. Schon wieder einer, der nichts von mir wissen will. Miss Violet Westbury, die Verlobte des Ermordeten, erwartet. Entschuldigen Sie, Miss Westbury, dass ich Sie warten ließ. Ich werde Ihre Zeit nicht lange beanspruchen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Wenn ich meinen Verlobten von dem schrecklichen Verdacht, der auf ihm ruht, reinigen kann, ist mir nicht zu viel. Erzählen Sie mir doch bitte so klar und ausführlich wie möglich, was sich an jenem Abend abgespielt hat. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Cadogan West und ich, wir wollten ins Theater. Der Nebel war so dicht, dass wir mit einer Droschke nicht vorwärts gekommen wären. Also gingen wir zu Fuß. Als wir am Waffenamt des Marineministeriums vorbeikamen... Trotz des Nebels wussten Sie, dass es das Waffenamt des Marineministeriums war? Ich nicht, mein Verlobter sagte es. Wir waren gerade unter einer Laterne stehen geblieben, um uns zu orientieren. Und... plötzlich stürmte er in den Nebel davon. Ohne ein Wort der Erklärung? Ja. Ich wartete eine Weile, aber er kam nicht mehr zurück. Er wird nie mehr zurückkommen, ist er. Eindeutig Herzschlag bei Sir James Walder. Außerdem hat mir sein Hausarzt bestätigt, dass er seit längerem leiden war. Darf ich dich mit Miss Westbury bekannt machen? Dies ist mein Freund Dr. Watson. Darf ich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen, Minnesvolle? Erzählen Sie doch bitte weiter. Was haben Sie dann getan? Als er nicht wiederkam, bin ich schließlich nach Hause gegangen. Was hätte ich in dem Nebel sonst tun können? Ich schwöre Ihnen, Mr. Holmes, mein Verlobter hätte sich lieber die Hand abgeschnitten, als ein Staatsgeheimnis zu verraten. Aber die Tatsachen, Miss Westbury, die Tatsachen, die kann ich mir auch nicht erklären. War er in Geldverlegenheit? Nein, seine Ansprüche waren gering. Neujahr wollten wir heiraten. Das klingt aber nicht sehr schmeichelhaft für Sie, Miss Westbury. Und du wolltest sicher fragen, ob Miss Westbury Anzeichen besonderer Erregung an ihm bemerkt hat. Bitte sprechen Sie ganz offen. Ich glaube, irgendetwas hat ihn beunruhigt. Seit wann? Schon die ganze letzte Woche. Er erschien mir anders als sonst, nervöser. Und womit ist diese Nervosität zu erklären? Als ich ihn fragte, was los war, sagte er nur, es hätte etwas mit seinem Beruf zu tun. Hat er sich nicht näher ausgedrückt? Nein. Nur einmal erwähnte er, dass fremde Spione sehr viel Geld für ein militärisches Geheimnis bezahlen würden. Und dass es für einen Verräter gar nicht schwer wäre, gewisse Pläne in die Hand zu bekommen. Besten Dank, Miss Westbury. Ich glaube, ich brauche Sie nicht länger aufzuhalten. Ich flehe Sie an, Mr. Holmes. Retten Sie seine Ehre. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich bringe Sie hinaus.
Gratuliere. Das ist der Aldgate-Bahnhof genau nach Maßstab. Freut mich, dass es dir gefällt. Hat sich die Mühe wenigstens gelohnt. Vielleicht könntest du mich dem Herrn Stationsvorsteher hier als Assistenten empfehlen. Das hängt von deiner Fahrtüchtigkeit ab. Fangen wir also an. Hm. Angenommen, die Weiche ist schon gestellt. Du ziehst den Zug jetzt mit mäßiger Geschwindigkeit über die Weiche durch die Kurve. Genau im Bahnhof soll er dann zum Stehen kommen. Hm. Vielleicht hätten wir doch lieber einen Lokomotivführer einladen sollen. Abfahrt. Wieso? Ich fahre doch noch gar nicht. Eben, das ist dein Fehler. Los, Abfahrt. Ausgezeichnet. Was hast du beobachtet? Gar nichts. Ich habe alle Mühe gehabt, dass der Zug nicht entgleist ist. Eben. Weiche und Kurve folgen so unmittelbar aufeinander, dass ein beträchtlicher Ruck entsteht. Leg doch einmal dieses Püppchen auf das Dach von einem Wagen. Ein etwas ungewöhnlicher Platz für einen Fahrgast, findest du nicht auch? Manche Leute können sich ihren Platz eben nicht mehr aussuchen. Und jetzt das Ganze noch einmal von vorn. Los. So könnte es gewesen sein. Ich verstehe bloß nicht, wieso der Ermordete auf das Waggondach gestiegen sein soll. Und wenn der Mann ganz woanders umkam? Und dass man die Leiche auf das Dach gelegt hat? Ja, da ist was dran. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb er keine Fahrkarte bei sich hatte. Richtig. Und da er schon längere Zeit tot war, fanden wir an der Unglücksstelle auch kein Blut. Die Leiche muss also zwischen dieser Kurve und der vorhergehenden auf das Dach gelegt worden sein. Ja, sonnenklar. Weil sich ja bei jeder Kurve herunterfällt. Wegen der gegebenen Zentrifugalkraft, die auch für Leichen auf Untergrundbahnwagen Dächer ihre Gültigkeit hat. Es ist deshalb nur die gerade Strecke zwischen den zwei Kurven zu untersuchen. Diese zu untersuchende Strecke ist lang. ...297 Yard. Sonnenklar. Das Kind im Mangel. Haben Sie nichts Besseres zu tun, Sir? Doch, Mrs. Hudson. Wir werden uns noch ein paar Puppen kaufen, damit die Wagen nicht zu leer sind. Komm, Watson. Ob das auf die Dauer gut geht? Ich möchte nicht gerade behaupten, dass ich Cadogan West besonders gemocht habe, aber vertraut habe ich ihm wie mir selbst. Und haben Sie sich selbst sehr vertraut? Bitte? Und haben Sie sich selbst sehr vertraut? Selbstverständlich. Mhm. Sehr interessant. Um wie viel Uhr haben Sie am Montag das Büro abgeschlossen? Um 5. Wo waren die Pläne zu dieser Zeit? Da drin. Könnten Sie bitte den Tresor einmal öffnen? Bitte? Wie viele Schlüssel wären nötig, um nach Büroschluss bis hierher vorzudringen? 3. Die Hausschlüssel, die Büroschlüssel und dieser hier. Und der war die ganze Zeit in Ihrem Besitz? Ja, die ganze Zeit. Sie können wieder abschließen. Wenn ein Assistent hier im Büro die Absicht hätte, Pläne zu verkaufen, wäre es nicht viel einfacher, davon Kopien anzufertigen, anstatt sie zu stehlen?
Dazu wären technische Kenntnisse nötig. Besaß Cadogan West diese Kenntnisse? Möglich. Und Sir James? Ganz gewiss. Wie steht es mit Ihnen? Natürlich, ich auch. Aber was man bei West gefunden hat, waren die Originale und keine Kopien. Merkwürdig, dass er sich die Mühe gemacht hat, sie an sich zu nehmen. Noch merkwürdiger ist, dass wir 7 zurückbekommen haben und die restlichen 3 verschwunden sind. Könnte jemand mit diesen 3 Plänen einen Bruce Partington U-Boot konstruieren? Das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Meiner Ansicht nach braucht man dazu die Zeichnungen der Doppelventile und die haben wir hier. Vielen Dank. Haben Sie schon eine Spur? Nein. Bitte, könnten Sie die Läden zumachen? Wozu? Das werden Sie gleich sehen. So machen Sie es vermutlich jeden Abend. Nein, ich lasse es machen. Das ist eine Spalte. Ja, heutzutage gibt es keine Läden mehr, die perfekt schließen. Früher war das anders. Ich bin ganz Ihrer Ansicht. Gestatten Sie bitte. Bitte? Was siehst du durch den Spalt, Watson? Die Straßenlaterne. Fällt dir dabei etwas auf? Ja, das Glas müsste erneuert werden. Du sprichst wie Scotland Yard. Denk doch einmal. Wo standen Cadogan West und seine Verlobte? Unter der Laterne vor dem Waffenamt. Holmes, unter dieser Laterne. Mach bitte wieder auf. Ja. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Johnson. Haben Sie dieses Zucken schon lange? Nein, es ist seit dem Diebstahl. Dann fallen Sie als Verdächtiger aus, denn es ist echt. Wollen Sie ein Rezept? Danke, nein, ich bin bereits in ärztlicher Behandlung. Nebel, Lestrade. Ich sehe, Mr. Holmes. Nein, Sie sehen nichts. Der Nebel hindert Sie daran. Ich meine, ich sehe den Nebel. Du bist schon wieder hier, Mycroft. Das Empire scheint wirklich in Gefahr. Du hast Auskünfte von mir verlangt und ich bringe sie dir. Derartige Dokumente kann ich keinem Boten anvertrauen. Ausgezeichnet. Was hast du in Woolwich erfahren? Sir James ist tot. Das weiß ich längst, obwohl ich meinen Schreibtisch nicht verlassen habe. Hier, die Liste ist streng geheim. Bitte, Watson, unsere Kartei über Spionen und Agenten. Und den Stadtplan von London. Den habe ich im Kopf, Sir. Ich weiß, Inspektor, aber ich nicht. Du wolltest also sagen, dass du anders im Kopf hast als den Stadtplan. Nein, das wollte ich nicht sagen. Du wolltest das sagen. Wieso ich? Weil du es gesagt hast. Ach so. Adolf Meyer. Einen Moment. Martinique, Memel, Meyer. Der Mann ist ein Nachbar von mir. Street George Street Nummer 33. Sieh mal an. Das hätten Sie mir melden müssen, Sir. Ich Ihnen? Sie mehr. Er ist Deutscher, arbeitet aber hauptsächlich für die Russen. Die deutschen Agenten waren schon immer fantasielos. Sein Hauptinteresse gilt der indischen Politik. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Russen dort große Fortschritte machen. Mag es nicht, wenn Ärzte sich um Politik bekümmern. Außerdem ist das mit Indien noch nicht so weit. Louis Larotière. Kennt einen Menschen Notting Hill. Beschäftigt sich hauptsächlich mit der Taktik der französischen Infanterie. Dann arbeitet er also auch für die Russen? Nein, für die Deutschen. Außerdem spielt er Flöte. Demnach stammen seine Vorfahren aus Preußen. Marcello Romani. Romani. Ich weiß nicht, wie das drückt. Wieso? Seit Monaten sah ich unser guten Mrs. Hudson
Sie soll die Eier nicht 5 Minuten kochen, sondern nur 4 Minuten. Aber immer wieder kocht sie 5 Minuten. Das liegt daran, dass ihre Sanduhr nur 5 Minuten anzeigt. Du solltest dir eine neue Sanduhr konstruieren, Holmes. Diese Konstruktion erübrigt sich, wenn du entweder deine Körperfülle dezimierst oder aber dich nicht so weit vorbeugst. Du hast die Wahl. Tatsächlich. Ja, das hilft. Danke. Marcello Romani, keine festen Auftraggeber, ohne politische Überzeugung, er arbeitet nur fürs Geld. Bah. Wo wohnt er? Coldfield Gardens. Nummer 13, aber im Augenblick ist er nicht da. Wo denn? Untergetaucht. Für Scotland Yard, also unauffindbar. Brauchen Sie mich noch so? Nein, nein, gehen Sie. Ihr Gedächtnis ist phänomenal, so. Auf Wiedersehen, meine Herren. Wiedersehen. Wiedersehen. Was suchst du denn da auf dem Stadtplan? Die Wohnung von Marcello Romani. Zu? Ich hab dir doch gesagt, wo er wohnt. Trotzdem. Entschuldigt mich. Ich mache noch einen kleinen Streifzug. Bei dem Nebel? Warum nicht? Wenn wir die Baker Street nur bei schönem Wetter verlassen würden, kämen wir das ganze Jahr nicht aus dem Haus. Herr Watson, Du kennst das Restaurant Goldini in der Gloucester Road? Hol mich dort heute Abend um 9 Uhr ab und bring unsere Einbruchswerkzeuge mit. Um Himmels Willen, Sherlock. Denk an unsere Familie. Ja, dann wäre ich gezwungen, Staatsbeamter zu werden. Und vergiss deinen Armee-Revolver nicht. Ist gut. Was heißt denn das? Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich leider keine Antwort weiß. Nachschlüssel. Sieh mal die Flecken, Watson. Ist Blut. Wir kommen der Sache schon näher. Mal 1 Meter vom Fenster bis zum Dach des Zuges. Cadogan West wurde hier ermordet. Wenn dein Bruder dich hören könnte, wäre er sehr stolz auf uns. Romani kann jeden Augenblick kommen. Heute Nacht kommt Romani bestimmt nicht nach Hause.
Bist du sicher? Du hast selbst gesagt, man soll nur das Unmögliche ausschalten. Kalkulationen über Wasserdruck, Zeitungsausschnitte, kurze Mitteilung aus der Anzeigenseite des Daily Telegraph. Merkwürdig. Ich kenne keinen anständigen Verbrecher, der dieses Blatt liest. Hoffe, bald zu hören. Bedingungen angenommen. Pierrot. Beschreibung zu kompliziert. Muss vollen Text haben. Gegenleistung erwartet sie bei Ablieferung der Ware. Wieder Pierrot? Ja. Hör zu. Sache eilt. Schlagen Sie brieflich ein Treffen vor. Vielleicht Montagabend nach 9. Zweimal klopfen. Zahlung bar. Pierrot. Holmes, ich glaube, Pierrot ist niemand anders als Romani. Sieh mal an. Aber für wen waren dann die Nachrichten bestimmt? Vielleicht für Cadogan West? Dann könnten wir nichts mehr tun. Aber angenommen, sie waren nicht für ihn bestimmt. Für wen dann? Du überforderst mich. Ganz einschneidend sogar. Verdächtige gibt es genug. Um Himmels Willen, Holmes, leg dich nicht mit dem Parlament an. Komm, lieber Watson, gehen wir nach Hause. Das sind Erfolge, die wir von Scotland Yard uns nicht leisten können. Die Haussuchung war rechtswidrig. Wenn Sie so weitermachen, sitzen Sie eines Tages in der Patsche, Mr. Holmes. Bei meinen Verbindungen zu Scotland Yard ist das doch kaum möglich. Sie sind doch nicht an einer Zeitungsüberschrift interessiert, die lauten könnte: Sherlock Holmes seit einem Jahr hinter Schloss und Riegel. Deshalb 51% aller schweren Kriminalfälle unaufgeklärt. Dies ist das von mir bisher errechnete Verhältnis zwischen dem Yard und mir. Verzeihen Sie meine Offenheit. Da. Pierrots heutiges Inserat. Wieder eins? Ja. Sagen Sie mal her. Heute Abend, gleiche Stunde, gleicher Ort, zweimal klopfen. Lebenswichtig, Ihre Sicherheit steht auf dem Spiel. Sehr dramatisch. Ich selbst habe es diesmal aufgegeben. Und wenn er kommt, dann haben wir ihn. Ihre Logik ist umwerfend, Inspektor. Ja, und wer glaubst du, ist es? Der Mann, der die Pläne gestohlen hat. Ja, natürlich, aber wer ist dieser Mann? Wenn wir uns heute Abend gegen 8 Uhr in Courtfield Gardens einfinden, werden wir es voraussichtlich erfahren. Du glaubst doch nicht, dass ich mich abends nach South Kensington bewege? Manchmal verlangt der Staat Außergewöhnliches. Na ja, also schön, dann kommen Sie, Lestrade. Wie lange müssen wir warten? Unter Umständen noch viel länger. Falls er überhaupt kommt. Ein Polizist? Nein. Ich habe Anweisungen gegeben, sie sollen sich hier nicht blicken lassen. Romani! Dachte ich mir's doch. Oberst Valentine Water. Tja, Oberst Valentine Water. Was soll denn das? Was wollen Sie denn hier? Was fällt Ihnen denn ein? Fassen Sie mich nicht an! Ich bin Kriminalbeamter, setzen Sie sich. Setzen Sie sich! Sie sind durch einen Inserat im Daily Telegraph mit Romani in Kontakt gekommen, nicht wahr? Am Montagabend gingen Sie im Nebel zum Büro im Waffenamt. Wurden jedoch dort von Cadogan West durch einen Spalt im Fensterladen entdeckt.
Wann wurde Ihnen klar, dass West hinter Ihnen her war? Sobald ich hier ankam, merkte ich, dass er mich verfolgte. Wieso wissen Sie das alles? Und dann haben Sie ihn ermordet? Nein. Romani hat ihn getötet. Das schwöre ich Ihnen. Das müssen Sie mir glauben. Romani hat ihn umgebracht. Wo? Hier in diesem Haus. Im Augenblick, als er durch die Tür kam. Ich hatte ja keine Ahnung, dass er ihn umbringen würde. Wie sind Sie denn überhaupt in diese Sache hineingerutscht? Ich hatte Schuld. Versuchte mir Geld zu leihen, aber es gelang mir nicht. Ich war völlig verzweifelt. Da stieß ich auf Romani, oder besser gesagt, er hat sich an mich gewandt. Wo haben Sie sich kennengelernt? Romani behauptete, jemand hätte ihm meinen Namen gegeben, wahrscheinlich einer von diesen Geldverleihern. Übrigens, ich kann Ihnen die ganzen Adressen vorlegen. Später. Erzählen Sie jetzt weiter. Romani meinte, dass ich für gewisse Informationen von ihm viel Geld bekommen könnte. Ich dachte zuerst, es handelte sich lediglich darum, gewisse Dinge weiterzugeben, die ich im Umgang mit meinem Bruder oder seinen Kollegen aufschnappe. Ich musste mir das Geld verschaffen, der gute Name der Familie stand auf dem Spiel. Ja, etwas merkwürdige Art, ihn zu retten, muss ich schon sagen. Romani gab mir Geld. Genug, um meine Schulden zu zahlen. Stellt er seine Forderungen. Die Bruce-Partington-Pläne? Ja. Das war das Einzige, das ihn interessierte. Wusste er, wo die Pläne waren? Nein. Das musste ich feststellen. Ich fragte Cadogan West. Meine Fragen machten ihn argwöhnisch, aber konnte mir ja schließlich nicht die Auskunft verweigern. Ich zeigte mir den Stahlschrank, in dem die Pläne waren, und eines Abends stahl ich meinem Bruder die Schlüssel. Romani ließ in derselben Nacht die Pläne noch kopieren. Es ging alles soweit ganz gut, bis zu dem Augenblick, wo Cadogan West mich hier in der Haustür stellte. Im gleichen Augenblick öffnete Romani die Tür und forderte uns auf, hereinzukommen, damit kein Passant etwas mithören könnte. Dann schlug er West nieder. Und weiter? Er nahm die Leiche. Und? Legte ihn auf das Dach eines Zuges. Nachdem Sie ihm vorher die Pläne in die Tasche gesteckt hatten, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Aber eines ist mir nicht klar. Was? Es waren doch insgesamt 10 Pläne. Bei Cadogan West fanden wir aber nur 7. Wo sind die restlichen 3? Romani sagte, sie seien zu schwer zu kopieren, er müsse sie behalten. Und wo ist Romani jetzt? In einem Ausweichquartier, das ich nicht kenne. Wie halten Sie die Verbindung mit ihm aufrecht? Er sagte mir, Briefe würden ihn im Metropolitan Hotel erreichen. Was Sie jetzt tun, sind Sie dem guten Ruf Ihrer Familie schuldig. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Besitze endlich Pauskopie. Der noch fehlenden Doppelventile. Doppelventile. Bin damit. Sonnabendmittag im Rochsalon des Charing Cross Hotel. Bringen Sie zum Vergleich die 3 Originalpläne mit.
gegen 500 Pfund in Banknoten. Geschäft perfekt. Die Schlussworte überlasse ich Ihnen. Nun, worauf warten Sie noch? Nichts schwerer als zu warten. Ich finde, warten steigert die Spannung ungeheuer. Wäre der Bursche pünktlich, dann wüssten wir schon alles und würden uns bereits wieder langweilen. Und so haben wir noch alle Spannung vor uns. Ja, bloß wisst ihr, wie er aussieht. Die Beschreibung Valentines passt ja auf jeden zweiten Londoner. Achtung, Watson. Falls ich mich nicht sehr täusche, sind wir im Begriff, Romani kennenzulernen. Zuerst Sie. £500. Sind verhaftet. Leicht hat man es nicht in Ihrem Beruf, wie? Kein Mensch, dem man trauen kann. Hier, Mycroft. Das war's doch, was du gesucht hast. Ja. Danke schön. Möchten Sie etwas bestellen? Sie wissen doch, dass Leute Ihres Schlages immer einen letzten Wunsch frei haben. Ein Eis. Und 5 Cognac. Auf Staatskosten natürlich. Aber ich bitte dich, Sherlock, ich weiß wirklich nicht, ob das geht. Warum nicht? Diese beiden Herren werden die Gastfreundschaft Ihrer Majestät ausgiebig genießen. Warum sollen wir nicht auch ein bisschen daran teilhaben? Eigentlich, Sir? Arzt oder Schriftsteller? Mr. Holmes ist immerhin der erste Detektiv der Welt. Wenn er seine Erfolge nicht selbst niederschreibt, muss ich es tun. Holmes, wo hast du gesteckt? Mrs. Hudson wartet schon lange mit dem Essen auf dich. Soll ich es aufwärmen? Nein, danke. Muss ich es wieder selber essen? Ich war in Windsor. Ein neuer Fall? Nein, eher eine gesellschaftliche Verpflichtung. Woran arbeitest du denn da? An der Bruce Partington-Geschichte? Ja, die muss festgehalten werden. Wie alle Fälle, damit die Nachwelt daraus lernt. Dann vergiss nicht zu bemerken, was sie mir eingebracht hat. Oh. Ist großartig. Wundervoll. Ein Geschenk. Was? Ein Geschenk von einer Dame in Windsor. Du machst mich neidisch. Und von einer sehr erlauchten Dame, für die ich einen kleinen Auftrag erledigt habe. Du meinst doch nicht etwas. Natürlich meine ich. Ich ergänze, als Anerkennung eine wertvolle Krawattennadel von Ihrer Majestät. So. Dieser Brief ist für Sie abgegeben worden, Sir. Hör zu, Watson. Ja. Ich reise inkognito. Bitte bestimmen Sie Zeit und Ort für ein Gespräch unter 4 Augen. Wir dürfen auf keinen Fall gesehen oder gehört werden. Der Bote wartet. Es klingt ganz nach einer Kahnpartie. Von einem großen, einsamen See in Schottland. Oh, schön. Und du ruderst uns. Mit Watte in den Ohren und geschlossenen Augen. Musik.
Thank you.